Bowman, hier ist Nomad. Die Luft ist rein. Legen Sie los. Diese Region hat keinen Wert für die Bollocks, aber für die Outcasts sehr wohl. Sie brauchen sie, um ihre Logistik und Ressourcenverteilung wieder hochzufahren. Ihr Hauptziel ist, das Lager für Rohmaterialien zu sichern. Wir müssen die Bollocks vom Nachschub abschneiden, um ihre Operation zu untergraben. Hier die Destabilisierungseinsätze. Sie können die Bollock-Trucks zerstören, damit in der Anlage keine Drohnen mehr eingesetzt werden. Oder sie stehlen ein Fahrzeug der Bollocks und übergeben es den Outcasts. Mit so einer Drohnenlieferung können sie ihnen helfen und sie verringern damit die Anzahl feindlicher Drohnen im Einsatzgebiet. Außerdem wurden ein paar gefangene Outcasts zur Zwangsarbeit in den Minen abgestellt. Finden und bringen sie aus der Gefahrenzone. Zu guter Letzt hat ein Outcast-Team den Auftrag, einen Border-Konvoi abzufangen, der die Sicherheit der Anlage verstärken sollte. Wir haben den Kontakt zu ihnen verloren und müssen herausfinden, ob sie den Auftrag erledigt haben. Die Eroberung der Anlage ist der letzte Schritt des koordinierten Outcast-Angriffs. Verstanden. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur Eroberung von MN Iron. Ja, wie du siehst, habe ich einen anderen Ghillie an. Und zwar ist das der Ghillie, den es aktuell gibt, mit dem man 5 Euro für Ecology spenden kann. Eine Sache, die ich ein bisschen blöd finde bei dem Ghillie, ist, wenn man keine besondere Farbe ausgewählt hat, ist Hose und ja das Oberteil, das sieht man da ein bisschen durchschimmern, auch an den Ärmeln, ist leider schwarz. Aber das färbt sich ein, wenn man extra eine Farbe auswählt. Habe ich jetzt extra mal nicht gemacht. Einfach zu Demonstrationszwecken. Und ja, standardmäßig sind die Fäden am Ghillie so weiß. Genau. So, zuallererst wird mal ausnahmsweise nichts schnabuliert, sondern ins Notizbuch geschrieben. Denn so langsam möchte ich wirklich mal gerne aufleveln wieder. Und ja, so 10% Bonus kommen da bestimmt ganz gut. Wunderbar. Ich hoffe nur, ich sterbe jetzt deshalb nicht öfters als sowieso schon. So, haben wir da was? Nee, da sind wir vollständig. Wunderbar. Dann könnten wir aufbrechen. Möglichst früh am Tage, da ist noch ein bisschen dunkel. Aber hier. Eine Sache habe ich noch gemacht seit der letzten Folge. Und zwar habe ich letzten Freitag, als ich eigentlich aufnehmen wollte, habe ich noch ein paar Tarnungspunkte gefarmt und habe die Tarnung jetzt komplett auf MK2. Und ja, das Ganze sieht dann jetzt so aus und bietet auch einen leichten Schutz vor der Entdeckung von Drohnen. Ja, habe ich Tarnungspunkte gefarmt, aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen aufzunehmen, weil ich war einfach zu down. Meine Kinder haben mir Abschiedsgeschenke gebastelt für, wenn ich halt ausziehe. Und ja, das hat mich ein bisschen mitgenommen. Okay, so, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Entfernt Bodendrohnen. Das ist wieder alles nur Einsätze für die Hauptmission. Also für die letzte Mission dann im Aurora Materialdepot. Da können wir ja wieder vorgehen, wie wir lustig sind. Ist ja komplett egal. Finde ich schade. Warum ist das jetzt so? Es war beim letzten Mal auch schon so. Liegt das vielleicht daran, ist es generell bei den zwei, also bei den Regionen mit zwei Totenköpfen so? Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Hier müssen wir dahin. Da müssen wir irgendwo hin außerhalb des Bildes. Da unten hin. Und dort, da unten hin. Also machen wir erst das hier ganz oben. Suchen und zerstören. Feindliche Fahrzeuge vernichten. Alles klärchen. Es muss das natürlich auch noch in Strömen regnen. Könnte natürlich nicht besser klappen. Haben wir Feinde? Nee. Keine lebendigen zumindest. Ich werde, du merkst ja schon, ich werde die ganze Zeit vielleicht als zwischendurch mal ein bisschen stocken. Das liegt einfach daran, dass ich ein kleines bisschen erkältet bin. Und ja,
Deshalb fehlen mir manchmal die Worte. Nee, die fehlen mir sowieso öfters. Nee, einfach, ja. Du kennst das bestimmt. Oh nein, Wildschwein. Proteine. Ach komm, scheiß drauf, schau genug. Sieht man ja echt fast gar nichts. Ganz viele Bodak. Bodak! Feuer! Warum schießen die nicht? Jetzt kommt eine Rakete. Oh ja, direkt, direkt sterben. Geil. So, gut, hab das jetzt. Ah, die schießen hier raus nur im Sitzen. Interessant. Interessant, die schießen also aus diesem Auto nur im Sitzen und lehnen sich nicht raus. Okay. Oh oh. Eieiei, die hätten es gesehen. Einfach durch die Pampa. Goodie, so, hier sind wir schon. Suchen und zerstören Nummer 1. Bin ich verletzt? Selbstverständlich bin ich verletzt. Oh fuck, 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 fuck. Oh je. Yeah. Das fängt ja sehr, sehr, sehr gut an. Also. Mua. Habt ihr die Feinde auch getötet? Dankeschön. Sind die Feinde tot? Ich hoffe es. Denn als ich die Punkte gefarmt habe, die Tarnungspunkte, ist einmal passiert, da bin ich mitten in der Basis umgefallen, weil ich halt einfach saudumm im Motorrad mitten reingefahren bin. Und ja, Fury hier wieder belebt mich wieder, tötet zwei Feinde, aber stehen halt noch 20 andere Feinde darum. Und ich habe noch nicht wieder gestanden, da war ich schon wieder am Boden. So, noch einmal heilen. Nee, geht nicht. Okay, gut, haben wir eben keine Bandagen mehr. Oh, nee, 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 Freundchen. Du bleibst schön hier. So, getroffen. Ach stimmt, ich hätte mich ja eben tarnen können. Apropos tarnen. In den LKWs sind ja meistens zwei Feinde drin, ne? Das heißt, da ist bestimmt noch einer. Und hier haben wir auch einen Checkpoint. Oh, ah, da ist er. Sleep well. So, das Arme machen wir wieder aus. Wow, scheiße. Nicht schlecht, Boss. Ja, vielen Dank, Fury. Da. Ich hab den gesehen, der ist hinten rumgelaufen. Sieht er gleich die Leiche bestimmt. Die da so ganz entspannt liegt. Steht er noch da? Ja, da ist er. Feind am Boden. Oh nein, ich habe vergessen, Voice Attack zu starten. Ah, machen wir einfach so, als wäre es an. Oh, hallo. Hier ist niemand. Nee, gar niemand. Absolut niemand. Gebe ich dir vollkommen recht. So, schauen wir erstmal schnell. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nein. Gut, dann. Ab dafür. C4 würde ich tatsächlich eher die MK1-Ladungen nehmen. Aber eigentlich kann ich... Oh... Ich höre hier noch einen Feind, einen Getarnten, irgendwo da. So, erstmal hier. Im Radkasten, fertig. Vielleicht können wir uns ja hier reinschleichen und dann hier mit dem Angriffsmarkierer den LKW, der da drin ist, zerstören. Ich gehe mal davon aus, dass es ein LKW ist. Auf jeden Fall ist es irgendein Fahrzeug. Schneetarnung ist hier jetzt natürlich etwas fehl am Platz. Ich dachte mir nur so auf der Karte, ist halt hier Mount Hodgson und so, ist halt im Schnee. Hab halt gehofft, es spielt sich vielleicht mehr in diesem Gebiet ab. Aber gut. So, hier gibt's doch bestimmt auch noch Tarnungspunkte, oder? Schauen wir mal gerade, wie viel es hier gibt. Mal gucken, da vorne ist direkt 800. Wie viel brauchen wir denn für das nächste?
Das nächste 1200. Jo, also 800 sind da schon ja, eine Menge. Das Problem ist, wenn ich von hier aus reinspringe, komme ich nicht mehr raus. Ist das da oben die Kiste? Nee. Wo ist die? Muss ich gleich gucken mit der Drohne. Wetter. Ich setze mich mal kurz hier hin und klär mal auf. Auch ein LKW, der ist es aber nicht. Hier ist genau ein LKW zum Zerstören. Da ist ein Generator. Da hinten sind die Punkte. Wie konnte ich die denn jetzt übersehen? Sind direkt hinter der Mauer. Ah, sehr nice. Es gibt aber da drin sind noch welche. Okay. Da. Alles klar. Gut, das heißt, wir gehen rein, klauen die Tarnungspunkte. Klauen die Tarnungspunkte. Oh, 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 halt, 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 halt. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Da kommt der nächste LKW. Ist ja schön, wenn die alle zu uns kommen. Dann legen wir uns mal da auf die Lauer. Ne? Ich meine, wenn der da hierher kommt, haben wir vielleicht zufällig gerade noch die Mühe. Ja, Fury, ist klar. Ich habe leider vergessen, wie die Dame aus Ghost Recon 2 hieß. Irgendwie, ich habe heute ein totales Blackout. Und das sind sie ja schon. Nee, Shop. Okay, okay, dann machen wir ebenso. Ich bin überfahren worden. Das war ein harter Fail. Übrigens habe ich vergessen, meinen Handyton auszumachen. Entschuldigung. Die Ubisoft Store Bestellbestätigung für die Ghost Coins, mit denen ich mir den Giddy gekauft habe. Ja, das ist der natürlich über alle Berge. Und ich bin wieder verletzt. Naja, also das ist ja jetzt... Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber was ich sagen wollte übrigens, wenn man komplett failt einmal, also komplett stirbt, und nicht alle Fahrzeuge erledigt hat, muss man alle nochmal machen. Das ist ein bisschen blöd. So, aber ich meine, wir sitzen hier ja in Sicherheit. Hier sind ja auch schön viele Pflanzen und so. Pflanzen. Da stelle ich doch mal gerade noch ein paar Bandagen her. Zack, zack. Kommt C4 auch. Ich meine, wir sitzen hier ja relativ sicher. Das weiß ich gar nicht. Haben wir dem seinen Kameraden aus dem Fahrzeug erwischt? Ich glaube nicht, ne? Ich nicht? Doch. Ich glaube, wir haben den nicht erwischt, ne? Also ich. Der war... Ja, das war... Weil ich halt noch den Angriffsmarkierer ausgewählt hatte und... ich wollte doch die auswählen. Und, ja, dumm gelaufen. Das, meine Freunde, passiert, wenn man schlecht vorbereitet ist. Facts. Gut, dann machen wir erst das eine, dann das andere. Theoretisch können wir ja auch einfach da warten. Wäre schön gewesen, wenn wir jetzt direkt zwei Fahrzeuge auf einen Streich gehabt hätten, aber hey. Haben wir da hinten Scharfschützen irgendwas? Nee, bestimmt da hinten auf dem Gebäude. Da oben scheint auch keiner zu sein. Wo können wir denn darüber? Da. So, Punkte Nummer 1. Ich glaube, ich wurde in Breakpoint bisher erst einmal überfahren oder so. Und einmal von mir selbst überfahren. Ja, ja, das kannst du. So, am liebsten würde ich den Generator noch ausschalten, denn ich habe gesehen, auf dem Dach steht ein Geschütz. Hier ist alles klar. Wo
Oh, die Tarnung läuft aus, Ah. Um Gottes Willen. Nicht schon wieder failen, bitte. Wir wurden technisch gesehen entdeckt, ja. Aber war eigentlich nicht so wild, weil die ja keine Verstärkung rufen. Tarnung ist wieder fit. Keine Aktivitäten. Ja, hier ist nichts. Hey, du schuldest mir von neulich Abend noch was. Das Pokerspiel beim Scharfschützen. Glaub nicht, das hätte ich vergessen. Das aus. Komm, dann machen wir jetzt den hier. Ich hoffe, dann geht die Tarnung nicht weg. Das würde ich aber eigentlich lieber von außen machen, wenn ich ehrlich bin. Oder zumindest von oben oder so, also von der Mauer. Damit ich da schnell wieder abhauen kann. Ach, die Tarnungspunkte da drin. Ah, Mist. Ich habe Sicht noch da. Solides Ding, Ghost. Nun. Auf dem Scan ist eine Rakete. Ja, Fury, da kommst du ja echt spät. Hier einmal bitte. Oh, 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 schneller. Da war Feuer. Ziel erledigt. Rock'n'Roll. So, gut. Komme ich von hier aus irgendwie aus der Basis raus? Na, wo war er doch da? Da ist aber auch direkt das Ding mit den, wo die Punkte drin sind. Also, also Planung, das A und O. Also, aber ganz ehrlich, hätte ich 2 Minuten länger auf der Karte verbracht, dann wäre das eben vielleicht nicht passiert. Das sind Terminator. Was machen die hier? Das Terminator-Event ist nicht aktiv. Was machen die hier? Was tue? Hölle? Das sind Terminator. Das, aber... ich bin verwirrt. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Ich bin confused. Das Scan zeigt einen Haufen Feinde. Ja. Schade, dass es für das Vorbeischleichen an Gegnern keine Erfahrungspunkte gibt. Was übrigens auch der Grund, oder bei, ich glaube, es ist aber Bullshit. Ich weiß gar nicht mehr, gab es bei Splinter Cell Erfahrungspunkte und Level? Ich glaube, bei den letzten Teilen gab es das, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Schon so lange her. Auf jeden Fall. Bei Deus Ex. Bei Deus Ex auf jeden Fall. Wobei es da wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte für ja, das Entdecken von unentdeckten Gebieten gibt. Geschütz voraus. Aufpassen. Ja, Geschütz ist deaktiviert. Keine Sorge. Aber das Töten von Gegnern gibt halt einfach mehr Erfahrungspunkte. Ne? Deshalb ist Schleichen immer quasi doppelt schwer. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, einmal hier. Ich hoffe, die treffen auch. Wenn nicht, muss ich wieder rein. Schon mal nicht bei der Verteidigung des Lagerkomplexes. Das war ja absolut zielgenau. Wo ist denn der andere? Es sind noch 3 LKWs. Irgendwie kommt der andere nicht mehr. Kann das sein? Weil der könnte jetzt da vorbeikommen. Theoretisch. Werden wir gleich sehen. Wir laufen jetzt erstmal weg. Ja, Fury, wunderbar. Ich muss jetzt wissen, wie die heißt. Ich komme nicht klar sonst. Mein Gott. Warum weiß ich das denn nicht mehr? Fury. Wie heißt du? Alicia. Diaz. Ja, Diaz. Diaz. Das ist halt, weil man heutzutage halt keine Diaz mehr hat, ne? Deswegen vergesse ich das. Es ist noch ein Feind durch die Explosion, durch die zweite Explosion draufgegangen. Sehr geil.
Da schauen wir mal gerade, fährt der andere noch? Der ist jetzt hier, okay. Vor diesem Trichter. Schauen wir gleich mal weiter. Ich gehe mal wieder zum Fahrzeug, einfach so. Und dann müsste er jetzt weitergefahren sein. Ist er tatsächlich. Dann fahre ich mit dem Fahrzeug hier mal auf die Straße. Oder noch besser mit dem anderen. Oder mit beiden. Ich mache eine Straßensperre. Weil das hier wird mein Fahrzeug, mit dem ich rumfahre. Sei denn am Außen, an dem Ding hier steht noch ein Fahrzeug. Steht's nicht, also gut. So. Heißt das, kann ich nicht mehr einsteigen? Doch, bestimmt, oder? Ja, wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ich will schnell das andere Fahrzeug holen. Wie weit ist das Auto noch entfernt? Weit genug. 1,3 Kilometer. Ich weiß halt nicht, ob so ein MK1 C4 reicht, um beide LKWs auszuschalten. Oder auch nur, um einen LKW auszuschalten. Auf jeden Fall reicht es, um dieses angefrackte Auto auszuschalten. Ich muss halt aufpassen, dass ich es nicht unterwegs zerstöre. Sehr doof. Ganz vorsichtig. So. Zack. Dann setzen wir hier noch ein C4 dran. Ups, da dran. So. Und wenn die primäre Explosion vom C4 nicht beide LKWs ausschaltet, dann auf jeden Fall die sekundäre Explosion an diesem Fahrzeug. So zumindest die Theorie. Gut, dann schauen wir nochmal. Gerade mit der Drohne, damit das LKW-Line auch weiterfährt. Bin gespannt, ob die immer noch in Alarmbereitschaft sind und Gas geben. Checkpoint hier. Ja, die sind immer noch ziemlich flott unterwegs. Oh ja, ich glaube, die machen auch nicht mehr langsam. Cool wäre es, wenn die einen Tank hätten, der leer werden kann. Da kommen sie. C4 in Bereitschaft. Okay. Und Feuer! Sehr gut. Da siehst du, es hat nicht gereicht für den zweiten LKW. Aber die sekundäre Explosion von dem... Was? Nein, 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 Freundchen, du nicht. Sehr gut gemacht. Toll. Jetzt steht der LKW zu weit weg. Steht ja zu weit weg. Willst mich doch verarschen. Ah. So. Okay, dann bleibt noch einer 2 Kilometer Entfernung. Das ist da drüben. Könnten wir uns hinporten. Wir können aber auch schnell im Auto hinfahren. Was ich vorziehen würde. Will mich eigentlich so wenig wie es geht dann in der Welt rum teleportieren, denn ist irgendwie ja, eher so meh. Wenn man sich komplett nur in der Welt rumteleportiert, anstatt rumzufahren, erstens sieht man dann nichts, zweitens erlebt man nichts und drittens ist man viel zu schnell durch mit allem. Ja gut, man sieht nicht nichts und man erlebt auch nicht nichts, aber ja, keine Überraschung. Wäre ich schneller gewesen, wenn ich auf der Straße lang gefahren wäre? Vielleicht. Vielleicht. Mit meinen Fahrkünsten ganz bestimmt. Oh, ist das ein Mammutbaum? Das ist dick, aber nicht besonders groß, also kein Mammutbaum.
glaube, in Wildlands gab es Mammutbäume. Bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Kann man da hoch. So. Was denn? Random Kreuz auf dem Berg. Da hinten muss ich hoch, ne? Muss ich doch die Straße entlang. Quietsch. Ab geht's. Aber knackt schon ein bisschen. So, von hier aus müssten wir einen Fallschirmsprung machen können, theoretisch. Moment, ich kenne das doch noch. Was habe ich denn da gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas habe ich da gemacht. Hm. Vielleicht hart gefailt. So, der LKW, der ist dahin. Wie weit geht's denn? Der Angriff ist markiert. Geht? Er geht so weit. Probieren wir es aus, hm? Oder? Schade. Wie sieht's aus mit Raketen? Wir wurden entdeckt. Die wissen, dass wir hier sind. Nein, nein, die wissen nur, dass eine Rakete vom Himmel gefallen ist. Nun, das war einfach. Die PLP will die Biege machen. Nicht schlecht. Die Bordaks werden eine Weile brauchen, um diese Drohnen zu ersetzen. War vielleicht auch ein bisschen langweilig, das so zu machen, aber... Und es negiert ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, weil dadurch habe ich jetzt auch nichts erlebt. Aber was soll's. Wie viele Punkte hätt's denn da gegeben? Auch wieder 800. Gut, was soll's. Ich fahre um die Punkte separat. So, nächste Mission. Ich glaube, ich notiere mir jetzt mal hier schon den Zeitstempel. Das erspart mir dann nachher ein bisschen Arbeit. Da muss ich nämlich nicht mehr das ganze Video durchgucken. So, das hier ist zu weit weg. Das hier ist... Ich sehe es halt nicht. Meine Güte. Ich zoome mal raus, dass ich besser sehen kann. So. Das hier ist ganz unten, also das als letztes. Das hier ist ungefähr da, wo der Totenkopf wäre, und das ist ein bisschen weiter weg, also hier. Stehlen Sie das feindliche Fahrzeug und liefern Sie es ab. Gut. Das können wir tun. Ist ein bisschen weit. Da würde ich mich dann tatsächlich hin teleportieren. Und schauen, wo könnten wir denn hin? Achso, wir sind im Kampf. Können wir uns gar nicht teleportieren? Alles klar. Kann den mal jemand aus dem Cockpit nehmen, bitte? Ziel erfasst. Bin bereit. Ja. Das war's. Wir haben sie. Oh, ist einfach abgestürzt. Ist ja ein Ding. Gibt's da noch einen Heli? Vielleicht? Dreh mal deine Arme, den wir da haben. Der Gegner bekommt Unterstützung. Nö. Kein Heli. Gut, dann geht's ab. Alles einsteigen. Einmal links, einmal rechts. Soll mir rechts sein. 3,4 Kilometer. Oh! Oh! Ja, komm, als hätten die gewusst, dass wir da oben sind. Ja, ganz genau. Ist klar. Da haben wir ja gerade rechtzeitig die Beine in die Hand genommen. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gehört. Ich habe gehört, dass Vasili gesagt hat, dass der Feind Unterstützung bekommt, aber... Wer fährt denn da so komisch? Ich fahre einfach geradeaus. Mein Gott. So, sind wir jetzt außerhalb des Kampfes? Nein, sind wir nicht. Also fahren wir weiter. Jetzt müssen wir aber außerhalb des Kampfes sein, oder? Ja, gut. Können wir jetzt da runter? So, wohin? Wo könnten wir denn runterspringen? Das hier ist
ein Tal, so wie es aussieht. Hier sind Berge. Da geht's auch hoch, aber da ist ein Tal. Hier vielleicht. Hier ist auch eine Absprung-Dingens, so wie es aussieht. Könnten wir vielleicht dorthin gleiten. Direkt rechts von uns. Dum, 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 dum. Ach, ist das das? Das ist wohl das, wo wir im Event Ember Sky mit diesem Gas diesen Typen entführen mussten. Und LKWs oder was es war, sprengen mussten. Ich verteile wieder Headshots, obwohl es unnötig ist und nicht sehr realistisch. Gut, 600 Meter Rennen von hier oben. Sind wir auch direkt in der Base drin. Das Blöde ist halt, dass wir eine... dass wir ein Fahrzeug klauen müssen. Zerstören oder... Eine Auszeit im Biwak? Nö, brauche ich nicht. Ich bin Nomad. Ich halte das aus. Ich leg mich mal hier hin und schau mal mit der Drohne. Bin ja relativ gut getarnt hier, oder? Ja, total. Total getarnt. So, Fahrzeuge, hier ist ein Fahrzeug. Die Drohnen sind in dem Truck. Ich muss ihn stehlen. So, machen wir diesmal ein bisschen mehr Planung hier. Im Fallschirm hier reinspringen könnten wir tun. Oder hier einfach mit der Leiter hoch. Wären wir auch drin. Oder hier reinspringen, wären wir auch drin. Haben wir allerdings hier überall offene Flächen, auf denen wir entdeckt werden können. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir das Fahrzeug hinbringen müssen, wobei es spielt eigentlich keine Rolle, weil die Basis hat nur einen Ausgang. Hat nur einen Ausgang. Okay, gut. Ist das ein Zaun, durch den man sich durchschneiden kann? Ja. Es patrouilliert ein Minigunner. Sieht's hier sonst so aus? Hier oben haben wir einen Scharfschützen. Auf dem Dach nichts, auf dem Dach auch nichts, was mich überrascht. Und halt ansonsten überall Patrouillen. Aber ist da wirklich nur dieser eine Minigunner? Oh, gut, unten Turm. Den könnten wir aber deaktivieren. Okay, folgender Plan. Wir gehen hier hin. Oder hier, schneiden uns durch den Zaun. Wobei besser wäre eigentlich hier. Und deaktivieren den Turm mit aktiver Tarnung. Gehen dann zum LKW, schnappen uns den und fahren einfach raus. Wenn der Minigunner uns in die Quere kommt, wird er halt ausgeschaltet. Aber ansonsten einfach... Oh, da oben ist noch ein Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze und da ist ein Scharfschütze. Gut, die müssen wir vielleicht vorher ausschalten. Also ganz sicher auf jeden Fall. Die beiden schalten wir aus. Dann gehen wir rein und... in unseren Plan aus. Vielleicht können wir die sogar von hier aus ausschalten. Ich muss nur mal gucken, wie der Bullet Drop ist. Sie ist viel weiter weg, aber es ist fast gar nichts. Der Bullet Drop, fast gar nichts. So, dann legen wir uns hier hin. So, Nummer 1. Ist er tot? Ja, er ist tot. Gut. So, und den anderen sehen wir nicht. Der ist hier hinter. Aber hier ist auch ein Geländer. Das heißt, der könnte auch dorthin patrouillieren. Wenn wir Glück haben, tut er das. Oh. Ja, guck, er tut's.
Zack, einmal Körpermitte. Da können wir rein? Vielleicht müssen wir uns gar nicht über den Zaun schneiden. So weit fliegen, wie es geht. Bei oder gleiten. Das ist schneller als laufen. Aber dann haben wir wieder das gleiche Problem, wie wenn wir da hinten reingegangen wären. Deshalb würde ich gerade mal schnell, wie immer, auf den letzten Drücker Schneidbrenner ausrüsten und dann führen wir unseren Plan aus. Scharfschützen sind beide ausgeschaltet. Hier habe ich nicht geguckt. Aber scheint alles sauber zu sein. Okay. So, da gehen wir durch. Wer sind Sie? Ich bin niemand. Ich bin vom Zaunreparaturservice. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Das ist bestimmt nützlich. Ruhig. Der Minigunner spaziert da hinten rum. Da ist eine Patrouille, die könnte Probleme machen. Die kann Probleme machen, die schalte ich aus. Irgendjemand hat eine Leiche entdeckt. Ist jetzt natürlich ungünstig. Fury, kannst du noch mal? Vielleicht? Eventuell? Jetzt ist der Minigunner nämlich ein Problem. Das ist der Minigunner, die da oben, die haben uns nicht gesehen. Hier ist rein gar nichts mehr. Alles in Ordnung. Ich verschaffe mir einen Überblick. Wirklich? Nein! Ich wurde angeschossen, ich sehe aber nichts. Ich muss den Truck zu den Outcasts bringen. Fury, schnell. Schnell, 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 schnell. Auf geht's. Und auf geht's. Wo ist der... Wo komme ich zum Ausgang? Da. Das hätte ich mir noch angucken müssen. Verdammt. Naja, hab halt nicht so viel militärische Erfahrung. Wie man sowas richtig plant. Boah, oh, guten Tag. Oh. Nein, nein, nein. Was für ein Scharfschütze. Ihr habt gesagt, Scharfschütze schießt auf uns. Aber welcher Scharfschütze? Können wir jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Da oben hin. Gehen wir da rüber? Oh. Kämen wir eventuell hin. Aber... Da hinten rum wären wir schneller. Können wir da hoch? Und würde das... Ja, bestimmt können wir da hier die Strecke hier abkürzen. Das wäre sehr, sehr gut, wenn das gehen wird. Da ist Wand, aber da ist die Straße. Sehr gut. Ja, komm, du schaffst das. Jawohl. Haha, nice. Haufen Strecke abgekürzt. Perfekt. Ist leider nicht ganz so smooth gelaufen, wie ich mir das erhofft habe, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Da runter? Okay. Einfach rollen lassen. So. So. Hier, ein Geschenk. Ohne die Drohnen sollte der Lagerkomplex ein leichteres Ziel sein. Und vielleicht können Sie die Drohnen der Bodax ja gegen Sie einsetzen. Für diesen Kampf. Sie fahren ziemlich schnell. Kommt die hierher? Die kommen hierher. Ich verschaff dir einen Überblick. Heli fliegt auf uns zu. Deck uns zu. Die kommen wirklich hierher, oder? Raketenwerfer gesichtet. Die sind einfach random wieder umgedreht.
Nun gut. Und haben noch Kameraden von sich getötet, überfahren. Alter, die sind hier! Nein! Och, jetzt lockt die doch nicht hierher, ihr Volldeppen. Naja, okay, gut. So, das war das gestohlene Fahrzeug. Dann hier einmal VIPs eskortieren, also befreien und eskortieren. Das ist doch easy. Das kriegen wir hin. Habt ihr zufällig ein Auto hier? Ja. War's das? Gut. Alles klar. So, dalle. Die Waffe wird nicht gar nicht so schlecht. Aber was soll's. Fury, Vasili, einmal einsteigen, bitte. Achso, das ist der getarnte Einheit in der Nähe. Gut. So, wir müssen... Oh nein. Darunter. Alles klar. Auf direktem Wege. Ich hoffe, das ist kein Wasser. Oh. Hey, hey. Oh Gott. Ja, und natürlich verletzt. Oder zumindest einen Lebensbalkenabschnitt verloren. Aber es gibt Schlimmeres, nämlich zu sterben. Dürfen wir da entdeckt werden? Ist theoretisch egal, allerdings sind es vier. Vier Leute kriegen wir nicht ins Auto. Bin ich verletzt? Nein, nur verwundet. Gut. Gut, gut. Ja, schneller runter geht nicht. Runter, runter. Ja, genau, rutscht doch komplett runter, aber hey. Ich glaube, schneller geht's nicht. Ja, die Tarnung ist einfach so. Die ist schon ein bisschen OP. Also ist schon ein bisschen OP, muss man schon sagen. Ah, hier müssen die dann hin. Okay. Ja, vielleicht kann Russland wieder stark werden. Toller Fallschirmsprung. Ich bin verletzt. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, wir haben vier Geiseln. Ich glaube, das Schnellste wäre bei vier Geiseln tatsächlich, wenn wir alle Gegner in der Basis einfach töten. Ich meine, ich gucke mir das gern mal an. Das schöne Weiß. Frau Nomad beschwert sich. Perryman heißt er, ne? Frau Perryman. Oder ist er geschieden? Ich weiß es nicht mehr. Er hat eine Tochter, glaube ich. Okay, da sind Tarnungspunkte. Das ist cool. Oh, das sind auch Tarnungspunkte. Nice. Und wie vermutet, wenn wir jetzt hier vor Gegnern... Mörser haben sie auch lieber zu viel als zu wenig. Gut, dann. Einmal Scharfschützen töten und dann geht's weiter. Ist der andere? Der war doch auch da. Oder nicht? Noch ein Mörser. Wie viele Mörser brauchen wir denn? Brauchen die denn?
Hey, Bodarks, wie viele Mörser braucht ihr in der Basis, um die Zivilisten zu beschützen? Ja, da. Einfach alle. So, wie viel gibt's denn hier insgesamt, tagespunktemäßig? 800, also haben wir hier 2x400, wunderbar. Ich finde nichts. Ich habe noch 3 Wochen übrig. Dann bin ich weg. Überraschung, du bist jetzt schon weg vom Fenster. Da falle ich runter. Ich will nicht runterfallen. Achso, ich kann aber da durch. Okay. Mein Gott. Ich will doch nur diese blöden Tarnungspunkte. Mein Gott, was ist denn das hier? Nochmal 400, dann haben wir die 800. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass die verletzt werden. Also, oder noch schlimmer, getötet werden. Deshalb wäre ein Gegner töten, glaube ich, somit die beste Taktik. Wo ist denn eigentlich der Generator? Haben die überhaupt einen Generator? Da! Da ist er. Wegen den Mörsern und so, wenn die entdeckt werden. Alles klar. Was haben wir denn hier? Und da hinten sind ein Haufen Gegner. Vorne auch. Ich schätze so 10 insgesamt. Ja, nimmt den mal jemand und den auch, please. Sehr gut. Sehr gut. Feuer frei. So. Hallo? Mir nach. Sie hier? Gott sei Dank. Mir nach und seien Sie vorsichtig. Es sind noch Bodarks in der Nähe. Diese Schweine sind völlig irre. Bodarks. Gehen Sie voran, Ghost. Ich folge Ihnen. Ja, bitte. Das war's mit dem Versteckspiel. Oh, 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 da hinten kommen drei. Ein Dreierkrüppchen. Die übernehme ich. Aufpassen. Oder auch nicht. Hier in Stellung. Hier nehme ich in Stellung. Bereit, Ghostlied. Gegner in sich. Solide Arbeit. So, haben wir hier den nächsten. Müssen wir vielleicht doch nicht alle töten. Hast du das? Geil. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als ich diese Mission hier in der im Anspiel-Event gespielt habe. Oder im Early Access, Early was auch immer, wie man es auch nennen mag, Event gespielt habe. Da waren die über die komplette Basis verteilt. Da war einer hier vorne, einer da mehr so hinten in der Mitte, einer. Also die waren wirklich komplett über die Basis verteilt. Einer ganz hinten. Habe ich allerdings die anderen Tarnungspunkte noch nicht. Aber die kann ich mir gleich nehmen. Die liegen ja relativ offen darum. Erstmal die Outcasts hier in Sicherheit bringen. Mein Gott, komm doch. Leg einen Zahn zu. Ich brauche einen auf die Uhr guck Emote. Nein, gestolpert, mitten in den Matsch. Stell ich mir mit so einem Gilli extrem eklig vor. Es klebt doch dann alles im Gesicht. Wir mussten große Mengen Sprengstoff, der aus den Minen geborgen wurde, für die Bodarks vorbereiten. Wofür sie ihn brauchen, haben sie nicht gesagt. Ich brauche Hilfe bei der Sicherung des Hauptlagers. Geben Sie uns nur einen Moment, um zu Kräften zu kommen und uns zu bewaffnen. Dann helfen wir gerne. Danke. Prima.
Wunderbar. Gute Reise. Guten. Wie können die immer sofort abfliegen? Wie machen die das? Ist halt ein bisschen blöd. Unrealistisch und so. Bei denen muss der Rotor nicht erst drehen, bevor die abheben. Nein. Ist ja total ineffizient. Man kann ja schon abheben, bevor der Rotor sich dreht. Der kann sich ja noch auf dem Weg nach oben anfangen zu drehen. Die Kiste war hier irgendwo, ne? Da. Gut. Perfekt. Dann schauen wir mal. Wir haben den letzten, der war ziemlich weit unten. Ganz da unten. Was müssen wir tun? Bombardierung der Verstärkung. Sehen Sie sich das Lager der Outcasts an. Guti, das machen wir. Es wird wieder eine mehrstufige Mission, aber zuerst möchte ich mich jetzt wirklich kurz ins Biwak setzen. Ich werde nochmal die verbrauchten Verbrauchsgüter aufstocken. Und dann frisch gestärkt, ausgeruht, aufmunitioniert und ausgerüstet weitermachen. Dafür sorgen, dass es nicht dunkel wird. Ja, komm, machen wir den nächsten Tag wieder. Also ohne Nachtsichtgerät halt. Ne? War vielleicht ein bisschen dunkel das letzte Mal. Was ist denn hier mit den Wolken los? Irgendwie. Die haben ein paar Probleme hier, die Wolken. Das ist der Rauch von Golem Island. Cool. Sieht eigentlich cool aus, ne? So, ah doch, so sieht man auch. Was ist das? Ein Vogel. Ziemlich flacher Vogel. Oh mein Gott, sehen die aus. Holy shit, was war das? Bird.png. Bird. Ach, ich mag diese an Wildlands angelehnte Hintergrundmusik. Hätten sie ruhig ein paar mehr Samples reinbauen können. Ein toter Outcast. Wer hätte das gedacht? Die Bordaks haben sie erwischt, bevor sie den Einsatz abschließen konnten. Ich muss die Bomben scharf machen, bevor der Konvoi eintrifft. Wenn ich ehrlich bin, alle Leichen haben Schusswunden, aber die hat keine. Hinterkopf vielleicht oder so, und am Rücken, aber... Okay, Bomben scharf machen, alles klar. Och nö, Dunkelkopter. Wo? Sag doch mal eine Richtung an. Vogel-PNGs, wie die Fisch-PNGs auf Golem Island. Einfach flach, ist einfach 2D. Oh, da kommt der Heli. Ist aber kein... Oh, wir haben ein Zeitlimit. Das war die Sache mit der Tarnung, aber sie hat ihre Arbeit getan. Sie hat ihre Arbeit getan. Okay, und Zündung. Ja, genau, in ein explosives Fass reinknallen. Oh, holy shit. Aber gut, wir müssen hier die Bomben scharf machen. Sind scharf. Jetzt muss ich zum Zünder. Der Konvoi ist schon auf dem Weg. Da oben. Oh. Haben wir hier ein Problem? So geht das. Und dann, was macht denn das Auto jetzt hier? Was soll denn der Scheiß? Tarnung. Hey, hey.
Wie viel Zeit haben wir bis zum... Oh mein Gott, nur eine halbe Minute. Ihr entdeckt mich aber nicht, oder? Nee. Da unten war ein Funker. Aber ich habe keine Zeit. 20 Sekunden, alter Schwede. Vergiss nicht, dass ich als einziger einen langen Schuss... Feindkontakt! Nix da, Feindkontakt. Keine Zeit für Feindkontakt. Oh mein Gott, 4 schaffe ich nicht mehr. Fuck! Fuck! Ah! Mist! Ah, ärgerlich, es war doch direkt da oben. Hier. Hier ist er doch, der Zünder. Also noch gar nichts da. Gut, nochmal. Erneut versuchen, bitte. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Hab mich am Anfang oben zu sehr verquatscht. Zu sehr auf den Heli gewartet. Ah, Mist. Gut, jetzt wissen wir's. Soll ich jetzt wieder da oben hin? Ich laufe jetzt aber nicht da hoch, ne? Ach, wie ärgerlich. Das wär's gewesen. Kann ich da auch hin? Ah ne, das ist auf der anderen Seite. Wollte fragen, ob ich da auch hin Fallschirm springen kann. Lieber nicht riskieren, nicht, dass wir drüber fliegen oder so. Komm, rutsch da mal runter. Ja, keine Zeit zu verlieren. Wie ist er vorne? Haben sie erwischt, bevor sie den Einsatz abschließen konnten. Bodax haben die nicht erwischt. Die Bomben scharf machen, bevor der Konvoi eintrifft. Die ist erfroren. Die Nasenspitze ist abgefroren. Ist schwarz gefroren. Die Fingerkuppen auch. Die ist erfroren. Die wurde nicht erschossen. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Die Bodax haben die nicht erwischt. Schon wieder? Schon wieder ein Heli? Wo? Sag doch mal wo, mein Gott. Das war bei Whiteland so toll. Ich habe immer schön gesagt, wo die Feinde gesehen haben. Bei den Helis haben sie es, glaube ich, nicht gesagt, aber... Trotzdem. Oh, perfekte Landung. Perfekte Landung. Die Bomben sind scharf. Jetzt muss ich zum Zünder. So, jetzt haben wir noch eine anderthalb Minute. Was macht die denn da? Anderthalb Minute Zeit. Rücke vor. Können wir das sogar so machen? Der Sniper geht klar. Scharfschütze. Feuer. Feinde eliminiert. Gut geschossen. Ja, wir hatten... Ich habe eben einfach viel zu lang gebraucht. Viel zu lang gebraucht eben. Aber jetzt haben wir's. Nice. Nice. Die Zeitlimits hier in Motherland sind eigentlich echt gut gesetzt, ne? Also kurz genug, um Spannung zu erzeugen und lang genug, dass man es gut schaffen kann, wenn man sich ranhält. Jetzt haben wir noch eine halbe Minute Zeit, theoretisch. Kann ich jetzt einmal meine Tarnung benutzen hier? Warten Sie, bis der Konvoi zerstört wurde. Ah, da kommt ja der Konvoi. Die Fahrzeuge spawnen einfach da hinten. Ach, wie billig. Sorry, aber das ist echt billig. Die hätten ruhig können ein bisschen weiter im Tunnel spawnen, damit man die von hier aus nicht sehen kann. Aber gut. Es ist, wie es ist. Und Spaß macht's trotzdem. Ich habe noch zwei Raketenschützen rum. Ja,
Jetzt muss ich mir wegen Verstärkungen am Lagerkomplex keine Sorgen mehr machen. Nice. Ich weiß nicht, warum das Fahrzeug hier vorne durch diese Explosion getötet wurde, aber hey. Who am I to judge? Dann geht's jetzt an die Hauptmission. Und zwar neutralisieren die alle Gegner. Wunderbar. Machen wir. Wo ist das genau? Wieder ganz da oben. Gut, haben wir hier einen Biwak in der Nähe, von dem wir aus abspringen können, wo wir vielleicht nicht über den Berg müssen. Nein, hier müssen wir über den Berg und da auch. Aber hier ist wenigstens eine Straße. Gut. Behemoth. Humor, Amon, alles dabei. Gut, alle Gegner töten. Aber ich fühle mich hier mit dieser weißen Tarnung einfach nicht wohl. Noch einmal als Biwak. Kann ich gerade noch meine Tarnung einfärben. Machen wir die hier. Atax. FG. Was habe ich da? So. Die Handschuhe natürlich auch. Und die Brille. Keine Farbe. Gefällt mir nicht. So. Gut. Gesichtsfarbe. Nehmen wir gerade schnell die. Sieht man eh nicht. Genau. Oh. Weiße Schuhe gehen da aber gar nicht. So, ohne Farbe. Wunderbar. Uhrzeit passt. Ab geht's. Oh, Waffe vergessen. Du kriegst auch die gleiche Farbe. Gut. So, das ist hier 1,1 Kilometer. Hier eine 5er-Patrouille. Bestimmt gibt es da doch auch irgendwo wieder so eine, ja, so eine sinnlose Motorradpatrouille, oder? Die da rumsteht. Oder wir können ein... Ah, fremdes Zelt, da ist nichts. Können wir vielleicht von da oben aus einen Fallschirmsprung hin machen? Ich finde es schade, dass jetzt hier und auch bei der letzten Region schon alle Einsätze nur auf die Hauptmission eingezahlt haben. Ist der? Ach, da. Haben wir eigentlich schon genug Punkte jetzt? Die Luft ist rein. Der Heli ist außer Reichweite. Haben wir. Ach, reduzierter Akkuverbrauch beim Nutzen von Schusswaffen. Perfekt. Ist ja perfekt für diese Mission hier. Da wäre natürlich eine gewesen, aber von hier aus können wir auch im Fallschirm springen. Vielleicht kommen wir so sogar auf ein Dach in dieser Basis. Ist jetzt natürlich komplett gar nicht aufgeklärt. Aber hey, ich möchte auf dieses große Dach. Von da aus könnten wir theoretisch die ganze Basis einsehen. Ja, oder von da hinten, aber... Ich will jetzt ungern komplett über die ganze Basis gleiten. Dankeschön, Furi. So. Unten ist keiner drin. Da hinten ist einer auf dem Dach. Oh, ein Raketenschütze. Müssen wir aufpassen wegen den... Nicht, dass er explodiert.
Haben wir denn Scharfschützen hier auf den Dächern? Hier nicht. Da auch nicht. Schade, dass sie zerschlagen wurden. Warum wurden die Wolves zerschlagen? Wurde doch nirgends gesagt. Nur Harui hat mal gesagt, dass sie die Wolves und Sentinel unter Kontrolle hatten und dann die Bodaks aufgetaucht sind. Ah, das sind Tarnungspunkte. Keine? Achso. Keine Sniper hier. Die sind aber mutig. Gut. Nein, jetzt dreht er sich gerade um. Mann. Okay, so, da können wir ja. Also wenn da unten keiner ist, sonst. Die sind in der Überzahl. Aufpassen. Ja, natürlich sind die in der Überzahl. Ich meine, das sind ja schließlich die Gegner. Oh nein. Okay, nehmt ihr die? Ich nehme den. Bereit, Boss. Gut gemacht. Okay, nehmt. Das ist schlecht jetzt. Hier ist das Mucksmäuschen schnell. Ja, hier ist auch alles sauber. Nehmt die? Ich nehm den Minigun. Ich weiß, da links steht noch einer, ne? Das ist bestimmt nicht. Ich bin schussbereit. Oh, oh, oh. Guck fertig. Rock'n'Roll. Gutes Ding. Muss noch warten. Hier müssen sich Feinde eingeschlichen. Steht hinterm LKW. So. Da unten ist noch einer gelaufen. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. Krieg ich so nicht. Was machen Sie hier? Auf! Richtig gut. Nice. Ich bin einfach richtig gut. Ich verschaff mir einen Überblick, Ghostlead. Baut auf Lackschüsse. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Da hinten ist noch ein Minigunner. Kann den mal einer von euch übernehmen, bitte? Danke. Den hier auch gerade, wenn ihr dabei seid. Ja, die meisten da hinten. Ziel im Visier, Schwergewicht erfasst. Ja. Ziele erledigt. Sehr gut. Solide Arbeit. Scheiße. Schlecht, Boss. Nice. Call me the Sniper God. Ah. Schade. Was ist denn mit dem Minigunner da unten? Habt ihr den nicht erwischt? Ah, ich kann auch hier durch die Scheibe schießen. Noch Feinde. Wo? Wo? Ich höre, aber sehe nicht. Da. Irgendwo da. Ich meine, da ist noch eine Drohne hier. Also der. Nein! Ich wollte nicht vom Dach fallen. Wäre ziemlich blöd gewesen, wenn ich das gewollt hätte. Gut, das war jetzt nicht so gut. Vom Dach fallen gehörte nicht zu meinem Plan. Doch, doch, natürlich gehörte das vollkommen zu meinem Plan. Also, ich meine, die Feinde sollen es ja nicht zu schwer haben. Ich höre da drin Minigunner. Dachte ich zumindest. Ich höre doch da einen rumquietschen.
Fury, kannst du vielleicht mal wieder bitte... Tarnung aktiviert. Bedrohung identifizieren und ausschalten! Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Jo. Da sind welche in der Nähe. Die wollen spielen. Wollen sie das? Das ist, wie gesagt, vollkommen sicher. Dass sie spielen wollen. Ich denke eher, dass wir töten wollen, aber. Drin blinkt was. Ist da ein Feind? Oder Grafikglitch? Grafikglitch, okay. Okay. Was sind denn die nächsten Feinde? Wir sind nicht allein, das spüre ich. Spürst du das? Das ist ja süß. Vollkommen süß. Überall wird rumgehechelt und gestöhnt. Tarnungspunkte. Wachsam bleiben! Wachsam bleiben, Moin! Dankeschön. Dankeschön. Ich wollte ihn im Nahkampf nehmen, aber... Wäre beinahe dabei draufgegangen. Ich habe vergessen, was für eine krasse Feuerrate deren Waffen haben. Alter Schwede, der hat mich gut erwischt. Anlage ist gesichert. Die Outcasts können die Ressourcen jetzt gefahrlos nutzen. Ja. Foreman, Ito, hier ist Nomad. Ich habe den Lagerkomplex gesichert. Die Outcasts haben die anderen Murdoch-Stellungen angegriffen. Wir haben die Region erobert. Nice. Die Ressourcen aus dem Lager können wir jetzt für den Kampf und den Wiederaufbau von Uroa nutzen. Sah nicht aus, als wollten die Bordaks diese Materialien nutzen, auch wenn sie Truppen hier hatten. Ihr Ziel war es, die Anlage so zu tarnen, als wäre sie von den Russen eingenommen worden. Dafür gibt es überall deutliche Anzeichen. Sie glauben wohl, dass Sie eine russische Einmischung vortäuschen wollten. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wahrscheinlich wollten Sie verhindern, dass jemand diese Ressourcen nutzt und sich damit einen Vorteil verschafft. Nach der Eroberung der Basis haben die Outcasts Infos gefunden. Die Bordaks erwähnten einen Standort, mit dem sie die Kommunikation über Aurora hinaus ausdehnen könnten. Wir konnten den genauen Standort noch nicht entschlüsseln. Okay, out. Nomad, Bowman hier mit Neuigkeiten. Die von Ihnen gesammelten Daten haben offenbart, dass Fenrich Kostas Tschertkow Teil einer Desinformationskampagne ist. Er ist ein Industriespion und Hacker, der Daten von Claw und anderen Scale-Projekten sammelt. Er plant, alles auf kompromittierte russische SWR-Server zu übertragen. Russlands Antrieb für die Übertragung fragwürdiger Daten ist bislang unklar. Aber als Ergebnis wird die Welt ganz deutlich sehen, dass Russland auf Aurora ist und Scale-Technologie stiehlt. Das könnte zu einem neuen Kalten Krieg führen. Sie müssen Tscherkow ausschalten, ehe er die Daten übertragen kann. Ich habe den Ursprungsort seiner Hackerangriffe ausfindig gemacht. Verstanden, Art. Sehr geil. So, da haben wir den ersten Einsatz freigeschaltet, mit dem wir ja den ersten Lieutenant-Einsatz freigeschaltet. Aber diese Lieutenant-Einsätze werde ich alle am Schluss machen. Beziehungsweise die drei von der Hauptinsel werde ich alle am Schluss machen. Und ich möchte die gerne alle, ja, festnehmen. Denn man kann sich aussuchen, ob man die gefangen nimmt oder ob man die tötet. Und ich möchte die alle festnehmen. Denn beim Anspielevent hatte ich die... Achtung! Halt doch die Klappe. Beim Anspielevent hatte ich die alle getötet. Und jetzt will ich gerne noch sehen, wie es ist, wenn man die alle nur festnimmt. Guti, dann... sehen wir uns in der nächsten Folge in der letzten 2-Sterne-Region DT Helix, womit wir dann wieder einen Lieutenant freischalten werden, denn DT Servo und DT Fuse hatten wir schon und das ist dann die dritte Region mit DT am Anfang. Aber gut, das ist alles für die nächste Folge. Ja, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.